Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video vom Sternoblog, dem Videochannel für Mercedes-Benz Freaks. Alles, was wir in den Clips zeigen, macht ihr auf eigene Gefahr. Lest dazu bitte das Statement aufmerksam durch. Heute tauschen wir die Zusatzbatterie an einem Mercedes S211. In unserem Musterfahrzeug war im Jahr 2016 noch die erste originale Batterie aus dem Baujahr 2006 verbaut. Anlass für diese Aktion waren Unterspannungsfehler in diversen Steuergeräten, eine häufige Einschränkung der Komfortfunktionen und schlussendlich eine SPC-Fehlermeldung ohne erkennbaren Defekt an der SPC-Einheit. Erste Aktion ist das Herunterlassen der Scheiben in den Vordertüren, Verriegeln des Fahrzeugs und dann 30 Minuten auf das Einschlafen aller Fahrzeugkomponenten warten. Das ist der entscheidende Punkt, um nicht im Anschluss an den Batterietausch mit bösen Störungsmeldungen konfrontiert zu werden. Die Zusatzbatterie befindet sich auf der Beifahrerseite an der Spritzwand unter dem Gehäuse für den Pollenfilter. Nach dem erfolgten Batteriewechsel und dem Zusammenbau des Pollenfilters kann das Fahrzeug wieder aktiviert werden. Im Display des Kombi-Instruments signalisiert uns die Meldung keine Störung, den fehlerfreien Austausch. Dann alle Fenster und das Schiebedach komplett öffnen und schließen, um die Grundposition wieder anzulernen. Wieder zu. Zusatzbatterien erhaltet ihr zum Beispiel bei Amazon. Einen direkten Link zur richtigen Batterie findet ihr in dem dazugehörigen Artikel auf unserem Blog www.sterne-blog.de. Über einen Daumen oben freuen wir uns natürlich. Fragen, Kritik und Anregungen gerne hier auf YouTube im Kommentarfeld. Wer clever ist, abonniert unseren Kanal und verpasst so keinen Clip mehr.